Vorgestellt, Graveyard Keeper, Breaking Dead mit dem DLC Stranger Sins und jetzt gerade in dieser Vorschau Nummer 11 mit dem DLC Game of Crone. Ja, wir sind ja letztes Mal da unterwegs gewesen, was schon etwas länger her ist. Da schauen wir doch mal rein, wenn wir wieder aufwachen, soll dieser DLC funktionieren, stand da. Ja, dann werden wir es ausprobieren, ne, was da passiert. Es geht um ein Flüchtlingslager, was man bauen muss und die sind dann vor der Inquisition geflohen. Ja, das Dingenspaket ist neu gemacht worden, sag schon, das Inventory, also das Back hier soll irgendwie neu gemacht worden sein. Sieht so aus, könnte sein, ja. Schauen wir mal rein hier so. Ja, wir sind ja hier, ach so, wir sollten vielleicht auch gleich nach den Dingens gucken. Wir haben ja jetzt letztes Mal noch die Karottenkohlköpfe und Rübensamen gekauft, damit wir die anpflanzen. Da waren wir dann müde und mussten jetzt das neu machen, damit wir für den Kaufmann das zur Aufgabe erledigen können, dem das bringen. Das ist jetzt dieses Zeichen. Und wenn mich nichts täuscht, sind wir in dem Bereich. Ja, wir können das jetzt dem bringen, sozusagen. Allerdings wird das noch nicht fertig sein. Das heißt, wir müssen erstmal gucken, dass wir das Holz kriegen. Das brauchten wir für den Ofen. Da waren wir auch noch dran. Ne? Also, warte mal, nee, das müssen wir jetzt gar nicht machen. Wir müssen jetzt F drücken, ne? Ja. Jetzt macht er das Holz. Und wenn er das Holz hat, dann können wir Feuerholz, Brennholz fertigen, oder? Ja, sehr schön. Auch F drücken, ne? Dann macht er das auch. Nicht genug Ressourcen steht da aber. Wo müssen die Ressourcen hin? Das ist jetzt eine gute Frage. Da ist Eisenerz. Nein, das brauchen wir nicht. Hier gibt es Nägel zu klopfen. Das brauchen wir auch nicht. Hier gibt es nur das. Und Holzplanken. Nein, das machen wir auch nicht. Wir haben doch Sägebock, Kreissäge. Das ist hier. Holzscheite. Ne, wir wollen jetzt keine Holzscheite machen. Wir wollen jetzt... Doch, wir wollen Holzscheite machen. Aber die liegen ja da schon. Wir wollen jetzt Brennholz machen. So, jetzt nochmal F. Ah, nicht genug Ressourcen. Warte mal, habe ich jetzt was übersehen? Wenn ich das machen will, dann brauche ich so viel davon. Das ist klar. Arbeitszimmer nicht beendet. Holzscheite. Hier ist es Eisenerz. Hier liegt das Zeug rum. Was ist denn unser Inventar? Ist das voll, oder? Ah, das ist voll. Deswegen vielleicht. Aber hier sind doch Holzscheite. In der Kiste sind die. Okay. Warte mal, lass uns mal in die Kiste gucken. Wir haben das im Inventar. Können nichts mitnehmen, weil alles voll ist. Ja, wir haben auch Essen da, okay. Warum haben wir das alles hier drin? Gute Frage, ne? Packen wir das mal rüber. Schleifstein und das auch. Erstmal alles weg. So, jetzt gehen wir da rüber und sammeln das erstmal auf. Wenn wir das haben, können wir hier auch arbeiten, wetten. So sieht's aus. So, jetzt haben wir das Brennholz. Das kommt dann hier rein.
Und dann läuft das auch. Gut. Hoffe ich. So, jetzt müssen wir hier. Ja, wir wollten das vielleicht. Na, jetzt ist es so. Dauert aber sowieso eine Weile. Gut, jetzt brauchen wir noch Samen. Wir haben zu wenig Samen für unser Feld, also müssen wir mehr Samen haben. Da kommen wir nicht weiter. Das heißt, wir müssen noch Samen kaufen. Das war unten. Ah, hier kommt man nirgendwo durch. Beim Bauernhof war das. Beim Getreidefeld, ne? Da haben wir die Samen weggekriegt. Ja, 6 bis 12 Stunden sollen es übrigens mehr wieder sein für den DLC, den man hier spielen kann. Bugs sind auch behoben worden. Und ja, man muss halt gucken. Handel. So, das sind Kohlsamen. Da brauchen wir noch 3 Stück von. Würde ich hoffen. Und die Rübensamen. Ich glaube auch 3. Aber wir haben keine Kohle. Na, das hat ja wieder gut geklappt. Kostet 66, wir haben 8. Alles klar, erledigt. Angebot abbrechen, ja. Das heißt, wir müssen gucken, dass wir was loswerden irgendwo. Geld machen. Wo können wir was verkaufen? Gute Frage, ne? Wir sind schon wieder im nächsten Bereich hier. Wie ist da die Aufgabe? NPCs. Die Schlange. Keine Ahnung, wo der ist. Gibt es noch andere Dinge? Nein, ne? Die sind immer da. Wir müssen gucken, was das mit dem Astrologen hinkriegen. Haben wir den Schädel immer dabei, wenn. Dann kommt das da oben erst. Hier war geschlossen, ne? Ja, Tür ist verschlossen. Ist die Frage, ob wir hier was verkaufen können, aber ich glaube nicht, ne? Doch, das Essen können. Ach, das haben wir ja bei dem gekauft, also bringt das nichts. Ja, gut, dann wissen wir das auch. Und wo werden wir was los? Mach den Strauch mal hier weg. Komme ich da auch durch, ne? Hier ist es in Nacht, ne? In der Nacht ist keiner da, ne? Ja, nicht so prickelnd. Da unten war einer. Aber ich glaube, mit dem können wir nichts anfangen, oder? Ne. Da kommen wir noch nicht durch, so weit sind wir noch nicht. Das wird ja der Tag, oder? Dann muss ich mit dem happy werden. Das habe ich noch nicht geschafft. Sind wir hier schon irgendeine Form? Ne, da gibt es gar nichts. Der Töpfer ist nicht da, dann können wir auch nicht mit dem handeln. Warte, da oben ging es nicht raus. Können wir da unten lang gehen? Da kommt der Töpfer. Komm, wir gucken mal, ob wir dem was verkaufen können. Aber ich glaube, das ging nicht, ne? Können wir mal schauen. Handeln? Ne, haben wir nix. Gut. Handeln läuft nicht. Da kriegen wir Wasser raus, ne?
Ein Eimer sauberes Wasser. Hier ist niemand. Ne. Da ist der Beekeeper, glaube ich, ne? Oder war das? Bienenwachs. Ja, bringt uns also auch nichts. Hier rechts, wer ist das? Hier ist die Käserei. Möchte aber auch nichts von uns kaufen. Das stecht alles gerade, ne? Ups, da ist was runtergefallen. Und da steht noch jemand, aber den kann man nicht ansprechen. Da geht nichts. Hier gibt's Eier. Können wir aber auch nichts verkaufen, nur kaufen. Eier und Federn gibt's hier. Da können wir angeln, aber das klappt da glaube ich auch nicht. Oder haben wir das dann noch geschafft? Weiß ich nicht mehr. Gehen wir mal hier hoch. Ach, hier ist das Camp, oder was? Ne, das war ein Händler, das ist ein anderes Camp. Und mit dem kommen wir auch, oder reicht nicht? Ach, der wollte die Fischfilets haben, okay. Aber angeln ging noch nicht, ne? Haben wir eine Angel dabei? Ich glaube nicht, ne? Ne, die müssen wir... Doch, da ist die Angel. Warte, dann checken wir das doch mal gerade ab. Da unten war der Angelplatz. Hier ist Angeln verboten, steht da, ne? Ne, Waldholzen. Holz machen ist da verboten. Den Köder fehlt mir irgendwie, ne? Da wird nichts passieren, da beißt keiner an. Anhaken, ohne Köder geht keiner. Äußerst schwierig. Nee, ich habe meinen ersten Fisch gefangen. Krass, oder? Jetzt müssen wir ins Inventar gucken. Jetzt müssen wir den nur noch auseinandernehmen, ne? Da weiß ich noch nicht wo, aber das werden wir irgendwo rausfinden. Ein Fisch ohne Köder gefangen, aber da gibt es wahrscheinlich nicht die entscheidenden Fische, ne? Oder so noch einen kriegen. Und den zweiten wieder so ein Grundling, ne? Also wieder. So, das ist der dritte. Jetzt holen wir noch einen rein. Das war falsch wahrscheinlich. Ja, geht aber noch.
24.04. Das soll jetzt erstmal reichen. Okay. Machen wir nicht mehr. Das ist erstmal genug. Mal gucken, was wir mit den vier Fischen machen können, ne? Vielleicht kann man die verkaufen. Aber wo? Jetzt raus? Eigentlich könnte der Fisch daraus machen, ne? Also Fisch essen. Nur mal gucken, das geht. Den kann man ja ansprechen. Gucken, ob der Fisch haben will. Ne, der will keinen Fisch haben. Schade. War eine Idee, ne? Wer nimmt Fisch? Hier gibt's Bären. So geht F nicht. Keine Ahnung. Vielleicht weil das da bei dem im Garten ist. Kann sein. Wer könnte Fisch haben wollen? Ich glaube nicht, dass der Beekeeper. Ne. Gut, gehen wir erstmal nach Hause. Ich bin eine Wache im Dunkeln, ja, sehr schön. Vielleicht will der Bauer das haben. Aber der ist jetzt schon drin, wahrscheinlich ist schon Nacht, oder? Ah, ja, der steht da noch. Vielleicht haben wir Glück. Aber der will auch keinen Fisch. Schade. Eine Idee war es, ne? Der ist am Arbeiten jetzt. Noch darf er wohl nichts sagen. Gut. So, mal gucken, dass wir in der Küche bei uns gehen und da schauen, ob wir den Fisch da zerlegen können. Filetieren wollen wir den da, oder? Neblig ist es geworden hier. Jetzt lass mal gerade gucken, wer ist denn im nächsten Sektor dran? Die Flugblätter haben wir, glaube ich, noch nicht. Brandholz wäre nicht das Thema. Da ist der Bauern schon raus. Gut. Können wir noch was fertigen? Der kommt da nicht hin. Das ist ja cool. Jetzt geht's. So, jetzt haben wir das fertig gekriegt. Gehen wir in die Hütte, gehen wir an den Tisch. Kochen. Ah, da kriegen wir nur weiße Fischfilets raus. Aber gucken, ob es vielleicht auch damit geht, weiß ich nicht. Achso, wir können ja zwei machen, ne? Ne, drei gehen nicht. Ein weniger. Jetzt F. Nee. Kochen. So. F. Arbeiten. So, jetzt haben wir sie. Jetzt die Frage. Oh, ist noch nicht fertig. So, wir mussten ja zwei machen, genau. So, jetzt haben wir nichts mehr. Weiße Fischfilet ist klar, da gibt's noch nichts und da gibt's was. Bärensaft könnte man machen, okay. Das wollen wir aber gerade gar nicht. Wir wollen nochmal ins Inventar gucken. Ich glaube, die sahen anders aus, die Fischfilets, die der haben wollte, oder? Also, Inventar war gut, NPC. Und wo ist er?
Der muss doch hier auch bei sein, oder? Da ist er. Bringe 4 silberne Fischfilets. Silberne. Ich weiß nicht, was silberne sind. Auf jeden Fall die wir haben, sind nicht die richtigen. Weil das sind weiße. Ne, oder? Können wir gerade nochmal gucken. Weißes Fischfilet. Gut. Das heißt, hier kommen wir gerade nicht weiter. Wir brauchen Geld, was wir nicht haben. Was sagt Gary und so? Herzefusch. Gib ihm Wein, gehen. Wir brauchen keinen. Bis später. Hier können wir Britsche bauen und Vorbereitungsplatz. Brauchen wir aber nicht. Sind wir erstmal wieder raus. Wir müssen zum Leuchtturm, weil das ist als nächstes gleich dran. Dem den Schädel geben, damit wir weiterkommen. Essen haben wir mit, dann kriegen wir ja auch unsere Dingens wieder voll, unseren Balken hier. Die Nacht zieht ja auch schon auf, ne? Kurz beim Müller vorbeigucken, was der haben will. Ob der was haben will, ist eine andere Frage, ne? Der macht Mehl, will aber auch nichts leider haben. Das bedeutet auf zum Leuchtturm. Gucken wir am Leuchtturm weiter, ne? Da muss ja der Astrologe kommen. Oder Astronom. Ach, es ist erst Mittag. Was können wir mit ihm hier anfangen? Oh, der will das Eisen haben. Da gibt es 57 für. Das ist doch das, was wir brauchen. Dann können wir jetzt Samen kaufen noch. Cool, da haben wir eine Einnahmequelle gefunden, ne? Kann man von hier an den Dingens Bauernhof? Ich denke mal nicht, ne? Ne, da ist bestimmt kein Weg runter, ne? So, es wird schon Nachmittag. Die Sonne geht da gleich runter. Ist die Frage, wo wir hingehen. Komm, machen wir. Geh nochmal zum Bauernhof, der ist nicht so weit weg. Sollten wir hinkriegen, ne? Rüben haben wir, glaube ich, schon gepflanzt. Wir brauchen Kohl und was war das andere? Ich weiß es nicht mehr. Handel. Weizen war es, glaube ich, ne? Kohlsamen. Okay. Oder waren sie Rübensamen? Gute Frage, ne? Okay. Das kostet uns 66, wir haben nur 65. Du glaubst es doch nicht, oder? Das kann jetzt nicht wahr sein. So ein Shit. Nehmen wir es erstmal so mit. Es wird Nachmittag. Komm, zum Feld schaffen wir es noch vorher. Gucken, dass wir es hinkriegen. Eigentlich müssten wir schauen, dass wir einen Barren da noch machen. Weil das war jetzt relativ viel Geld, was wir da verkaufen konnten, ne? Karottensamen fertigen.
Da können wir das Feld noch machen. Und das reicht dann nicht, ne? Ne, 4 sind's. Was ist das, was uns jetzt fehlt? Kohlsamen. Gut, machen wir da 2 Stück von, ne? Wie lange dauert das? Da ist der Balken, das dauert einige Zeit. Fledermausflügel. Das kann raus. Das kann raus. Du kannst noch etwas Papier herauswinden. Okay. Glaube, Geschichte. Das brauchen wir auch nicht. Stöcke sind vielleicht ganz wichtig. Holzscheiter. Schmeiß auch hier hin. Fisch weiß ich nicht, der wird mir gleich schlecht wahrscheinlich. Und das dauert ewig, bis das fertig ist. Und da fehlt da was. Nee, zeigt das uns an, wenn. Gut, da es schon Nacht ist. Es nicht lange dauern kann, bis der Astrologe gleich unterwegs ist. Gehen wir schon mal die Richtung. Wo war denn der? Hexenhügel? Ach, die Grotte. Wir müssen nicht da runter, wir müssen da lang. Okay. Dann gehen wir weiter. Lange kann es ja nicht mehr dauern, bis die Nacht da ist. Ich weiß auch nicht, ob der nachts schon kommt oder erst tagsüber. So. Da kann man Eier kaufen, die wir nicht brauchen gerade. Hier ist der Verrückte. Wo sind wir jetzt? Ich glaube, wir müssen hier runter. Aber der wird noch nicht da sein, weil es noch nicht umgeswitcht ist. Und dann wird er erst hierher laufen. Wir werden sehen. Er ist aber auf jeden Fall da, der Fischer. Der will Motten haben. Weißes Fleisch hat er, gutes Fischfilet hat er. Aber silbernes hat er nicht. Frosch. Aal. Also da kommen wir gerade nicht weiter. Ist aber nicht so schlimm. Gehen wir mal gerade gucken. Die blaue Zeit ist schon angebrochen. Ist die Frage, ob der uns hier schon begegnet. Da kommt er schon. Okay, dann gehen wir wieder zurück. Und dann sollte... Ich kann den da noch nicht ansprechen, oder? Doch, kann ich. Schade. Schade, sagt er. Und wahrscheinlich geht's dann doch erst da hinten, oder? Dann warten wir, bis er da ist. Hier kann man nichts machen, ne? Na. Na, komm mal her, alter Mann. Dass wir dich ansprechen können. Und den Schädel loswerden, in Hoffnung, dass das Richtige ist, was wir dann dabei haben. So, das haben wir schon mal geschafft. Aufgabe beendet. Okay, der menschliche Körper ist so mysteriös, vielleicht noch mehr als die Sonne und die Sterne.
glaube, dass du eines Tages für den menschlichen Körper und die Seele lernen wirst, aber auch dann nur, wirst du absolut verloren fühlen. Da wir jetzt Komplizen sind, sag mir, was willst du von mir, mein Freund, neugieriger Freund? Ja, ich brauche deine Hilfe. Ich brauche Tinte und Papier. Ich muss das Portal öffnen. Ich brauche Tinte und Papier. Okay, vielen Dank. Von Marco natürlich eine angenehme Sache, aber nicht. Handeln. Okay, jetzt kriegen wir das. Jetzt ist die Frage, wie viel wir da brauchen. Er hat ganz schön viele Sachen. Die sind auf Rang 2 mit ihm auch schon. Jetzt müssen wir erst gucken. Der ist nicht immer da. Ich muss die Aufgabe schnell gucken, wie viel wir brauchen. Hexenbügel. Wo ist er denn? Finde 10 Papier und eine Tinte. Und ich gehe davon aus, dass wir uns das dann nicht leisten können, ne? Und dann müssen wir wieder eine ganze Dekade warten, so ein Shit. Das kostet Silber. Hast du gesehen? Da brauche ich gar nicht drüber reden, so teuer wie das ist. Angebot abbrechen. Aber er hat noch... Ich brauche Hilfe. Ein Freund hat mir erzählt, dass du vielleicht weißt, wie man das Portal auf dem Hexenhügel öffnet. Davon habe ich noch nie gehört. Nun, vielleicht nicht unbedingt noch nie, aber schon sehr lange nicht mehr. Ich hatte da mal einen Freund. Der war übrigens auch Friedhofswärter, genau wie du. Und er war wie besessen von diesem Portal. Das ist unglaublich, wie viel er... Immer nur einen seinen Spitznamen berufen, Werther. Was mit ihm geworden? Ah. Okay. Ich habe versucht, ihn zu finden, aber niemand kannte ihn mehr. Ich fing schon an mit einzeln, dass ich ihn mir nur ausgedacht habe. Das war keine einfache Zeit für mich. Ich glaube, er hat einen Weg gefunden, es zu aktivieren. Das war irgendein magisches. Ich erinnere mich nicht mehr daran. Es sollte in seinem Tagebuch stehen. Kurz vor seinem Verschwinden gab er mir diesen Schlüssel. Öffnet ein Tor im nördlichen Teil des Kirchenkellers. Irgendwo dort bewahrt er seine wichtigsten Notizen auf. Ja, ich habe es versucht, aber es gibt da einen speziellen Trick bei diesem Schlüssel. Ich habe monatelang erfolglos versucht, ihn herauszufinden. Vielleicht bilde ich mir das auch nur alles ein und der Schlüssel öffnet gar nichts. Oder du kannst einen Namen. Fand den Schlüssel im Kirchenkeller, um herauszufinden, wie der Schlüssel funktioniert. Wenn du sein Tagebuch gefunden hast, bringt er es zu mir und ich werde herausfinden, was dort über das Portal geschrieben steht. Neue Aufgabe. Gut. Dann können wir gehen, weil wir können nochmal gerade handeln, gucken, was kostet denn das die Tinte. 1,50. Respekt. Also, da müssen wir noch einiges an Geld verdienen, damit wir das kriegen. 2,50 brauchen wir dann. Für Tinte und Papier. Verdammt viel, würde ich sagen. So. Jetzt gehen wir mal in den Kirchenkeller gucken. Aber ich weiß gar nicht, kommen wir schon rein? Ich glaube, wir kommen schon rein in die Kirche, ne? Das haben wir schon frei gemacht. Sicher bin ich mir aber nicht. Jetzt wird schon wieder Tag. Dann geht's los. Bei wem kriegen wir denn Holz verkauft? Weil Holz gibt's mehr in der Welt, ne? So. Da sind wir. Können wir eigentlich da schon was ernten? Hanfsamen waren das und Hanf. Nochmal das Ganze. Und die Möhren sind doch auch schon fertig, oder? Ja, Karotten 7, Karottensamen 2, Ernteabfall. Können wir denn was pflanzen? Ja, Karottensamen.
machen wir da wieder Dingens Hopfen auch ran, ne? Hanf, ne? Man hätte da nur einfach klicken brauchen, ne? Dann wäre es gewesen, oder? Haben wir noch was? Karottensamen. Zack, Karotten machen wir auch. Also F, nicht E. Und das Feld noch fertig. Haben wir noch was? Ne, können wir nicht mehr. Okay, passt. Nee, hier sind wir falsch, zur Kirche müssen wir. Aber ich weiß gar nicht, ob wir da reinkommen oder nicht. Die Post hatten wir schon gemacht, na, geht rein, gut. Dann müssen wir in den Keller. Es gibt Beten. Was geht hier? Keine Ahnung, steht nichts. Da können wir nichts bauen. Wir gehen in den Keller. So. Was können wir hier bauen? Arbeitstisch brauchen wir gerade nicht. Einen Schlüssel hat er eben gegeben, aber wo soll ich diesen Schlüssel nutzen, ist die Frage. Da brauchen wir Holz und Eisen. Gegenstand zum Untersuchen auswählen. Aha. Anleitung für den Schlüssel. Du musst den Wärterschlüssel mit der Anleitung an einem Schreibtisch benutzen. Aber ich habe die Anleitung noch nicht. Wo sollte das sein mit dem Eintrag? Hier ist es irgendwie nicht. Entschuldigung. Hier auch nicht. Rezeptschnelligkeitstrank. Blut, Schleunigerpuder und Chaoslösung. Keine Ahnung, wofür ich das brauchen kann. Wahrscheinlich muss ich erst gucken, dass ich hier irgendwo reinkomme. Das heißt, ich muss schauen, dass ich das hier mal wegräume. Ist dann nur die Frage, was das bringt. Aber dann. Ich brauche Holzkeile, Holzbalken und Eisenstücke. Dann komme ich dahin. Das ist eine Kerze. Hier ist nichts. Gut, nee, darunter. Müssten eigentlich schon wieder ein Dingens machen, Grab, ne? Da unten nach doch noch einer, oder? Ist denn noch irgendwo was frei? Nee, ne? Eine Grabstätte. F. Bestatten. F zumachen. Bestattungsurkunde. Die kriegt ich beim Kneiper wieder irgendwie los, ne? Oder wie war das? Keine Leichen da, okay. Was können wir hier noch machen? Nix.
Keile brauchen wir. Holzplanke ist es nicht. Holzkeile. Fertigen. Braucht nur zwei von jedem, glaube ich, oder? Der Balken, den gibt es hier nicht. Da war das Eisen. Das brauche ich auch nicht. Können aber auf jeden Fall das mitnehmen. Ja, kein Platz mehr im Inventar wahrscheinlich. Balken. Holzscheit. Nee. Holzplanke. Nee. Da kann man alles aus Stein und Dingens machen. Das ist also hier verkehrt. Gibt's nicht mehr, ne? Das gibt's auf jeden Fall nicht hier dann. Nee, das. Den Hanf tun wir rüber. Schädel brauchen wir eigentlich auch nicht mehr jetzt. Ja, der Schlüssel. Wasser. Kannst du auch rüberschmeißen. Ernteabfall. Den können wir vielleicht kompostieren. Kann man den Fisch noch weiter kochen? Da bin? Nee. Der Burger, rohes Aufschnitt. Machen wir den gerade noch fertig. Geht aber nicht. Nicht genug Energie, gut, aber ich würde jetzt sagen, wir machen hier wieder einen Cut, das ist schon wieder eine Weile her. Ich bedanke mich erstmal recht herzlich fürs Zuschauen, würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge, bis dann, ciao.